sagen wir ja gerne bis heute auch so, dass wir ja. wirklich einen Campingplatz, ein Restaurant, ein Bauunternehmen und ein Hotel betreiben. Die Nächte organisieren, man muss die Tage und die Baustellen organisieren, Essen organisieren, Transport organisieren. Seit der Funken, der das Feuer zum Lodern bringt. No. Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem grandiosen dritten Video. Wir sind gut drauf und nehmen euch heute mit in einen Tag, der wirklich, der war die Grundlage. Der war, eigentlich war das die Entstehung der Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation, wenn man so möchte, auf dem Papier, beziehungsweise auf dem digitalen Papier. Masterplan Numero Uno. Ja, der erste. Und vor allen Dingen, ihr werdet sehen, werden wir euch heute darüber berichten, dass es der Masterplan ist, mit dem wir eigentlich immer noch nach wie vor die Organisation führen. Also entweder ist er richtig gut oder wir optimieren ihn. Ja, ne? Aber ich glaube, eigentlich ist er eher gut gewesen. Der war richtig gut, gute Idee. Ja. Wir hatten richtig geile Ideen gehabt. Wir haben euch ja im letzten Video mitgenommen in unseren zweiten Einsatztag. Da waren wir in Insulin mit Schuld. Wenn ihr Lust habt, das Video auch nochmal zu gucken, dann guckt... In irgendeine Ecke, da ist so ein i. Irgendwo wird es sein. Oder unten in der Beschreibung. Da werdet ihr dieses Video finden. Und dann könnt ihr nochmal sehen, was wir da erlebt haben und vor allen Dingen, wie wir auch dann Altenburg kennengelernt haben. Und uns war klar, da tun wir jetzt was. Wir hatten alles geregelt vor Ort. Mhm, genau. Kontakte geknüpft. Und dann ging es eigentlich ran. Uns war klar, jetzt müssen wir einfach einen Camp Day einlegen. Also den allerersten Camp Day, den wir eigentlich ever gemacht haben. Ne? Ja, das danach war der Monat dann auch, ne? Ja. Ja. Und das war Ewigkeiten danach nicht mehr. Danach hatten wir durchgearbeitet. Nach dem Tag, dann waren wir jeden Tag fast ein ganzes halbes Jahr on fire. Ja. Aber dann wollten wir auf jeden Fall im Camp bleiben und wussten, okay, heute müssen wir einfach nur organisieren. Und da war viel zu organisieren. Sehr viel. Also wir machen ja sonst normalerweise Veranstaltungen und irgendwie haben wir uns gedacht, okay, das geht so in die Richtung. Von daher wussten wir schon so ein bisschen, was uns erwartet. Wir mussten Leute koordinieren. Wir hatten viele Leute, die sich anmelden mussten, also die irgendwie gemanagt werden in der Tabelle, dass wir wissen, die Personenzahl, die kommen. Es gab Essen, das musste gemanagt werden. Stellplätze, wo muss man schlafen? Klo. Toilette, ganz wichtig. Solche Sachen. Ja. Und natürlich obendrauf, jetzt in diesem besonderen Fall, war das Werkzeug. Das ist ja normalerweise so, okay, du baust ein bisschen Werkzeug, um vielleicht irgendwie Zeit aufzubauen, aber hier brauchten wir jetzt wirklich Werkzeuge für unsere Einsätze. Wir haben ja obendrauf zu der Veranstaltung jetzt im Prinzip noch ein Bauunternehmen draufgepackt. Also, und, ist im Prinzip, und ein Reiseunternehmen, weil und musst ja Leute shutteln, ne? Ja, und ein Campingplatz. Ja. Ja. Und ein Restaurant haben wir auch noch gemacht. Also das alles ist an diesem einen Tag entstanden. Wirklich so. Also sagen wir ja gerne bis heute auch so, dass wir wirklich einen Campingplatz, ein Restaurant, ein Bauunternehmen und ein Hotel betreiben. Und manchmal auch so ein bisschen Freizeitpark, oder? Ja, manchmal also, auch ein bisschen Freizeitpark. Also ich meine, es ist natürlich alles ein ernstes Thema und das war uns am Anfang, haben wir auch echt drüber viel nachgedacht. Aber es war auch super wichtig, einfach die Leute mitzunehmen und zu motivieren. Und das Helfen an sich auch Spaß machen kann, wollten wir zeigen. Ne? Das war auf jeden Fall klar. Also Spaß wird uns ja bis heute nachgesagt, dass wir den hätten. Ich weiß gar nicht, wie die Leute drauf kommen. Aber muss wohl so sein. Und das ist auch wirklich die, am Ende ist das die Lebensgrundlage unseres Arbeitens. Wenn wir keinen Spaß haben würden, dann würden wir das Ganze bestimmt nicht so lange gemacht haben. Nee, ich glaube dann nee. Das ist auch die oberste Maxime eigentlich für uns bis heute. Ne? Oh ja. Spaß. Also gute Laune. Jetzt Spaß definiert ja jeder unterschiedlich, aber gute Laune. Einfach positiv Motivation. Drauf. Motivation. Das Ding nach vorne bringen. Positiv denken. Nicht am Negativen festhalten, sondern positiv nach vorne denken und was Geiles auf die Beine stellen. Das wollten wir auf jeden Fall. Mhm. Hat gut geklappt. Würde ich sagen. Okay. Und wie war das jetzt genau? Also wir hatten natürlich noch Julia und Rebecca, die von außen viel gemacht haben. Das musst du vielleicht noch mal kurz erklären, wenn ich kurz unterbrechen darf. Bitte, bitte, bitte. Wir waren ein Fünfer-Team, das die Dachzeltnomaden betrieben hat. Diese Community mit der Webseite, mit den Veranstaltungen, mit den Dachzeltdörfern. 5 Leute, die sich um all die verschiedenen Themenbereiche gekümmert haben. Und dann haben wir uns ja zusammengetan und gesagt, hey, was machen wir jetzt? Jetzt ist diese Flutkatastrophe, wir wollen gerne helfen. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir da 2 zunächst einmal, Dennis und mich, und später auch Basti raus. Und wir gehen jetzt in Mr. Spook. Ihr versteht, was ich meine. Wir gehen jetzt, das ist ernst, Dennis. Sorry, Moritz. Uns war klar, wir können nicht alle 5 gehen, weil wir mussten irgendwie die anderen Sachen auch am Laufen halten. Aber wir haben gesagt, okay, 3 Leute oder 2 Leute, die können wir jetzt mal entbehren und dann gucken wir mal weiter. Ja. So war das. Haben aber zu 5 im Prinzip das ganze Ding... Nee, das war eigentlich... Also ich sag mal, zu 5 im Kern haben wir das gemacht. Ja, also klar, mit Julia und Rebecca, Dennis und Thilo und dann Basti. Aber dann kamen auch noch dazu ganz viele Leute, die auch mit Social Media gemacht haben am Anfang. Weißt du noch? Denn am Anfang haben wir die ganze Flutkatastrophe ja so unterstützt, dass wir in unseren Social Media Kanälen die ganze Zeit Sachen geteilt haben von anderen, um einfach die Reichweite zu erhöhen und die Hilfsbereitschaft, die Möglichkeit,
der Hilfe einfach größer zu machen. Das war das erste Ziel. Hey, lass uns alles teilen, was wir darüber finden, damit viele Leute davon wissen. Das war das erste Ziel. Und deswegen haben ziemlich viele auch schon mitgemacht bei dieser Aktion, 2 Wochen bevor wir gekommen sind. Das waren nicht nur Posts, das waren auch Artikel, das waren ganz viele Zeitungsberichte, Sachen vom Radio. Also überall, wo wichtige Informationen geteilt wurden, die die Betroffenen hier brauchten oder Leute, die zum Helfen kommen natürlich auch. Ne? Da waren super viele Leute dabei. Echt nochmal riesen Dank an alle, die da mitgerockt haben und das von vornherein mit nach vorne gebracht haben. Und viele davon sind sogar heute noch dabei. Ja. So, das war im Prinzip der Anfang. Das war der Anfang, bevor wir überhaupt gekommen sind. Und dann waren eine ganze Menge Leute schon aktiviert und die hatten schon irgendwie Bock und die wollten schon unterstützen. Und dann haben wir im Prinzip jetzt uns hingesetzt und haben zu fünft gezoomt, gecallt und haben die ersten Sachen auf die Beine gebracht. Was braucht man als allererstes? Anmeldung, damit die Leute wissen, wo sie hinkommen müssen, also wo dann eine Adresse drin steht, wo sie eine automatische Nachricht bekommen, wie sie uns kontaktieren können, eine Telefonnummer war hinterlegt. Dann wollten wir wissen, wie lange kommen die Leute. Ja. Ja, und das war schon aufwendig genug, weil es ist nicht einfach nur so ein Ticketsystem, also weil man für eine Veranstaltung einfach so ein Ticket macht, sondern man muss jetzt mehr Informationen wissen von den Leuten. Teilweise auch noch, was sie für Werkzeug mitbringen konnten. Mhm. Also wir wollten auch unbedingt Werkzeug haben von den Leuten, oh ja, weil wir am Anfang... Wir beiden Handwerker. Weil wir am Anfang einfach noch keine Spenden bekommen haben. Und das war schon mal eine Herausforderung, ein Anmeldesystem zu machen, das so flexibel auf verschiedene Anmeldedaten reagiert. Das heißt, du konntest dich eintragen und das kannst du bis heute. Ich komme morgen und bleib eine Woche oder ich komme den Tag oder ich komme erst in 2 Monaten, dann aber für 2 Tage. Das ist alles möglich in dem System. Mhm. Und das ist ein ganz einfaches Formular, das war jetzt kein Hexenwerk. Formular gemacht. Und das landet einem in einer genau Excel-Tabelle drin und von da aus haben wir dann gearbeitet, unsere Personaltabelle. Das ist eigentlich die Grundstruktur, das, was wir damals auf dem Blatt Papier so aufgemalt haben. Ne? Stimmt, da gibt es noch ein Foto von. Ja, also da war das so, haben wir grob entwickelt, wie die Tabellen sein sollten, haben das dann in digital umgesetzt, weil wir gerne digital mögen. Ne? Jo. Ja. Aber es auch noch war, wir haben stundenlang am Rechner gesessen. Ne? Also wirklich stundenlang, bis wir die ganzen Sachen fertig haben. Das war eine... Tortur. Ein Marathon. Ja, es war ein Marathon tatsächlich. Ja. Also zack, 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 zack. Und es musste ja alles an einem Tag passieren. Ja. Und dann war diese Tabelle da, die übrigens bis heute noch genutzt wird. Mhm. Sie ist nicht perfekt, aber sie funktioniert. Und da sind ganz, ganz viele Fleißige, die da jeden Tag auch Zeit rein investieren, dass das echt immer super läuft. Muss man dazu sagen, dass diese Tabelle jetzt langsam ihren Punkt erreicht hat, wo wir sagen, okay, wir brauchen jetzt ein neues System. Wir sind gerade dabei, ein geiles automatisiertes Anmeldesystem an den Start zu bringen und sind auch tatsächlich auf der Suche. Wenn ihr wisst oder einen Hinweis habt, wie man das lösen könnte, und das ist wirklich komplex. Also man muss die Nächte organisieren, man muss die Tage und die Baustellen organisieren, Essen organisieren, man muss Transport organisieren, das muss alles irgendwie abbildbar in dieser Tabelle sein. Also ein Anmeldesystem, wo man flexibel sich anmelden kann für eine Hotelübernachtung, für einen Stellplatz, für einen Tag auf der Baustelle. Und noch viele ganz andere Optionen noch, ne? Ja, dieses System an sich, das gibt es einfach noch gar nicht. Also das ist einfach, wir suchen ein aktives, ein existierendes System, aber wir finden kaum was, weil es einfach sowas in der Komplexität nirgendwo vorhanden ist. Haben wir irgendwie was Neues erfunden hier. Und wenn ihr da draußen sagt, ey, hier Vogel, ey, Brand, ey, wenn ihr da draußen was wisst, dann sagt uns Bescheid, schreibt eine E-Mail an info@dzn-hilfe.com. Ja, und seid dabei, wenn unser Anmeldesystem in die zweite Runde geht. Seid der Funken, der das Feuer zum Lodern bringt. Oh. Knister, knister. Ich sehe schon so ja, genau. Zwischen uns. Ja, und dann hatten wir unsere Tabelle, wo wir wussten, okay, das ist die Übersicht. Und dann hatten wir natürlich auch noch ganz viele andere Sachen zu klären. Und da kam auch die liebe Emily wieder ins Spiel, denn die hat uns ja auch schon nach Ruperath hingebracht und haben wir ihr gesagt, ey, wir sind gerade dabei, wir brauchen auch noch Werkzeug, da hat sie uns auch noch unterstützt. Die hatte auch schon damals ihre Amazon-Wunschliste, wo Gummistiefel, Schubkarren, Schaufeln und alles, was man gerade benötigt hat, dann von der Community angeliefert wurde. Und dann haben wir gesagt, das ist eine geile Idee, das machen wir auch. Und haben dann uns da informiert. Rebecca hat da damals geguckt, wie kann man das einstellen. Dann gab es schnell die Amazon-Wunschliste und die ersten Leute haben dann auch das eigene Werkzeug schon mitgebracht. Das war cool. Niklas war der Erste mit dem Werkzeug. Jo. Der allererste mit dem Werkzeug vorbeigekommen ist, war Niklas. Mit so einem riesen Stemmhammer. So ein Gerät. Das kann man kaum an die Decke halten. Das war natürlich auch ein Bodenstemmhammer, wie wir später gelernt haben. Aber es war ein echter Monster-Teil. Ja. Dann gab es die Liste und das ging auch echt fix. Ne? Da haben wir dann die Sachen draufgepackt und haben gesagt, Leute, wir brauchen das, wir brauchen Stemmhammer. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht, was unsere Aufgabe die nächsten Wochen sein wird. Aber jetzt gerade brauchen wir das und das, was wir da am Anfang gebraucht haben, brauchen wir heute immer noch. Und Leute, wenn ihr uns da draußen unterstützen wollt, könnt ihr auch unten mal in der Amazon-Wunschliste vorbeigucken. Die wird jeden Tag aktualisiert und damit könnt ihr uns direkt supporten und wir
können direkt weiterstemmen und die Leute hier mit Werkzeug auch ausrüsten. Glücklich machen. Anhängerweise kam dann Material. Also vor allen Dingen einer. Am ersten Tag schon. Einer? Ja. Ja, der Bernd kam vorbei. Der Bernd war eine richtig coole Socke. Ist auch Dachzeitnomade, kommt aus Maischoss und hat gesagt, ey Leute, ich habe mitbekommen, dass ihr da seid. Ist ja selber auch da betroffen, hat auch schon die letzten Wochen davor geholfen ohne Ende. Und hat gesagt, ey, wir haben hier Materiallager bei uns, Sachen, die ihr gebrauchen könntet. Ich komme bei euch vorbei. Der ist wirklich von morgens bis abends die ganze A rauf und runter und hat Material verteilt. Und Leute, wenn ihr jetzt denkt, mal eben die A rauf und runter fahren, das ist ja, ne, also ist ja kein Thema. Das war Chaos da unten. Zu der Zeit nicht mehr. Da durchzukommen und dann mit dem Anhänger noch und Material, das war schon hart. Und er hat unglaublich viel schon mitgehabt. Er hat Lebensmittel dabei gehabt, damit hat er natürlich Theresa total glücklich gemacht. Also oh ja. Theresa hat ja da das ganze Management des Trockenlagers da zur Zeit, derzeit übernommen. Und Lisa war unsere Köchin, die ja auch von Anfang an dabei war und die dort in dieser Schule in Rupperath, wo wir das Basis, haben wir schon erzählt, dass wir in der Schule in Rupperath jetzt gerade sind? Ja, wahrscheinlich. Ja, haben wir. Doch, am Anfang haben wir es erzählt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es voll verpasst, das zu erzählen. Also der Ort, wo wir uns jetzt befinden, ist auf der Welt, in Deutschland. Ach, der ist auf der Welt. In der Eifel, Rupperath. Das Dorf, das Zentrum unseres Wirkens tatsächlich. Und in Rupperath gab es ja schon was. Es gab eine Notunterkunft, die wurde eingerichtet von Lisa und Theresa. Lisa, ab Tag 1. Tag 1 haben die gesagt, wir müssen hier was bieten für die Leute, die unten ihr Haus und Hof verloren haben und die eine Notunterkunft brauchen und die Essen brauchen. Und dann hat sich das von Tag 1 entwickelt, dass dort Betten gestellt wurden und Essen gekocht wurde. Und zwar nicht nur für Betroffene, im Laufe der Zeit auch für Helfer. Und dann sind wir dazugekommen und waren dann eben am Tag da. Das war echt krass, wenn du in den Saal reingekommen bist, überall diese Matratzen und dann oben auf der Empore noch. Tagsüber wurden dann die so ein bisschen zur Seite geschoben, damit man da sitzen konnte. Also das war schon... ja, sehr provisorisch, aber auch die Rettung in der Not. Ja, absolut notwendig. Und die Grundlage für, dass wir überhaupt da am Ende geblieben sind und bleiben konnten, weil es eben sowas schon gab. Das ganze Thema Küche war im Prinzip schon dort erfunden. Ja. Für unsere ganze Mannschaft. Also alles das, was bis heute hier läuft, basiert auf der Idee von Lisa und auf diesem Management von Lisa und Theresa, das sie hier vor Ort gemacht haben in den ersten Tagen. Und wir haben uns am Anfang gedacht, ja komm, dann suchen wir uns irgendeine Wiese, machen so eine Feldküche da und dann gibt es halt jeden Tag nur einen Topf und ein bisschen Brötchen und so. Unsere erste Planung war so tatsächlich. Ja, wir haben überlegt, auch wo finden wir jetzt Bäcker, ne? Haben schon überlegt, okay, dann gucken, wo ist ein Bäcker in der Nähe, dann immer regelmäßig Brötchen bestellen, haben uns da schon Gedanken drüber gemacht, haben auch gesagt, ey, wie machen wir das mit dem Abwaschen und so. Und zum Glück sind wir hier gelandet, weil das wäre noch eine krasse Herausforderung geworden. Boah, das wäre der Obergau gewesen. Und das wissen wir jetzt, wie aufwendig Küche ist. Ja, es ist so unglaublich aufwendig. Bis hin zu den Gesundheitsstandards, die man auch alle erfüllen muss. Ja, da nochmal vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall hat sich natürlich, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, Bernd hat aber auch noch Werkzeug mitgebracht. Ganz dicke Geräte, das erste Abbruchwerkzeug per Hand. Und dann ist etwas passiert, Leute. Ich habe Thilo das erste Mal ohne Flipflops gesehen. Er hat sich Gummistiefel angezogen. Nein, das war tatsächlich, also für uns war das echt auch viel Neues. Ne? Also so, Gummistiefel jetzt? Ja, nein, das war jetzt nur symbolisch dafür. Übrigens, der Gummistiefel begleitet uns bis heute. Da hinten hängt er, Thilo. Ja, stimmt. Zwischen uns da. Ah, hier, ja. Genau. Die Gummistiefel, die wir damals angeliefert bekommen haben von dem lieben Bernd, sind erstmal wochenlang im Einsatz gewesen bei uns und dann wurden sie zu diesen Das Wir zählt Gummistiefeln. Wirklich eine richtig coole Idee, die wir dann damals umgesetzt haben, um den Betroffenen ein bisschen Grün in ihre Häuser zu bringen, in Gummistiefeln. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Blumen nur so gut wachsen, weil da so viel Schweiß und Liebe in die Gummistiefel geflossen ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. In der alten Garage waren noch die ganzen Tische drin, die wir dann natürlich auch rausgeholt haben, um die Tische dann im Saal aufzubauen, weil wir erwarteten ja eine ganze Menge Leute. Das war übrigens auch eine Sache, dass wir ja nicht wussten, wie viel erwartet uns. Und wir hatten das ganze Jahr publik gemacht, am Abend vorher noch. Im Live. Also das haben wir uns auch noch gegeben. Am Wochenende, wo wir sowieso zwei echt harte Einsatztage hinter uns hatten, alles war neu, alles war frisch, haben wir als allererstes, als wir zurückgekommen sind, dann vom Einsatztag abends noch live gemacht. Da saßen wir auf der Wiese. Du in deinem Auto, ich in meinem Auto. Die anderen saßen vorm Lagerfeuer und haben noch gechillt und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal ran und machen das publik. Und wir hatten zu Gast Emily in dem Live und wir hatten zu Gast den Steven in dem Live. Bei ihm Steven, weiß ich noch, da war echt Internetprobleme. Ja, der konnte gar nicht... Da war auch wirklich, das war ja auch ein Hauptthema. Die Leute haben sich hier teilweise ja auch tagelang nicht erreicht, weil kein Internet da war, beziehungsweise Telefon.
Und die Auswirkungen haben wir immer noch gespürt dann. Ja. Also es war, der ist dauernd wieder aus dem Netz rausgeflogen bei uns und hat uns dann von der Lage hier vor Ort erzählt und auch den Leuten da draußen. Und das, die Anteilnahme in dem Live war wirklich sehr groß. Das war echt krass, ey. Wir hatten bis dahin immer jede Woche ein Live gemacht und dann haben wir dieses Live einfach genutzt und gesagt, hey, kommt her, packt mit an. Also wir haben abends das Live gemacht und am nächsten Morgen mittags stand der Niklas eigentlich im Prinzip schon auf der Matte und der Bernd kam auch mit der Anlieferung. Also das hat keine 12 Stunden gedauert. Und das erste Mal habe ich dann auch die ganzen Sachen mal vorgestellt hier. So ihr Lieben, ich hatte euch ja gesagt, dass ich noch mal ein bisschen euch vorstelle, wie es hier aussieht. Wir haben ja da draußen das Camp irgendwo auf einer Wiese. Das ist 500 Meter von hier entfernt. Und hier sind wir sozusagen im Bürgerzentrum, also in der alten Schule. Theresa macht die Organisation, ja. Alles. Theresa, die machen hier Essen für uns. Heute sind sie gerade am Abendessen vorbereiten. Das ist zum Beispiel die liebe Lisa. Hallo. Hörst du? Hallo, Mia. Hallo, ich bin die Karin. Und wen grüßen wir da? Ihr grüßt die Dachzeitnomaden. Sag mal liebe Grüße. Hallo und liebe Grüße, das Ruporat, das Kochteam. Hier übrigens mit noch Klos natürlich. Also wir können uns hier richtig schön wohlfühlen. Ja. Und dann stand da hinter der Hütte stand so ein umgebautes Dixie als Dusche. Das war so verrückt. Draußen auf EBC-Containern Wasser einfach pumpte und durch ein in Gas. Den, ja, nee, aber durch so ein Gas, war geil, auf genau. So ein Wärmding, Aufwärmteil, wie heißt das, ein Boiler. Dann hast du vorne in die Tür, gehst rein, gab es extra so eine Anti-Rutschmatte drin, wie in der Dusche. Und dann ging dann einfach Abfluss und das Wasser ist dann von da aus dann abgelaufen in den Gullideckel. Genau. Und da konnte man halt dann duschen. Und das war mega geil. Das war richtig geil. Das war schon Highlight. So eine warme Outdoor-Dusche war für uns Camper der absolute das war Traum. Schon Luxus. Und dann im Dixie. Also hör mal, was gibt es denn Schöneres? Apropos Dixies, wir haben uns ganz viele Gedanken natürlich auch gemacht, wie kriegen wir das hin, weil diese Campwiese so 500 Meter weiter ist. Und wenn man mal nachts irgendwie ein bisschen auf Toilette musste oder das eine oder andere Getränk zu viel hatte, dann muss das ja auch irgendwo hin. Und dann hat die Eike den ganzen Tag noch rumtelefoniert. Jetzt telefonieren wir noch. Hier, Dennis ist da am Telefonieren, da hinten bei dem EBC-Container ist die Eike noch Dixies am Klären. Und diese Dixies, die stehen tatsächlich heute noch da. Also wurden natürlich zwischendurch gereinigt und entleert. Aber so hat das alles angefangen. Und die Dixies wurden in den ersten Wochen sogar gesponsert. Oh ja. Also das war eine coole Aktion, ja. Dass wir die erstmal umsonst nutzen konnten und erst nach 2 Monaten oder so mussten wir die bezahlen. 2 Monate. Und haben dann auch nochmal aufgestockt. Wir haben mit 2 Dixies angefangen. Jetzt haben wir 4. Ja, wurde auch voll, ne? Also die Dixies und die Campwiese. Ja, was haben wir? Wir haben noch ein paar Aufrufe noch gemacht. Ich guck mal, ich höre mal gerade. Wir brauchen tatsächlich ziemlich viel Werkzeug. Also hier haben wir gerade gehört, wir in Lernau zum Beispiel brauchen unsere Wohnung ausräumen, Putz muss geklopft werden, Straße reinigen, Heizung ausbauen, zerschneiden und so weiter. Und dafür brauchen wir echt viel Material. Und da haben wir jetzt eine Webseite parat gemacht, als Spende oder geliehen, egal. Wenn ihr was habt, meldet euch, swipe mal nach oben. Hier gibt es alle Infos. Ja. Was könnt ihr für Werkzeug bringen? Wo könnt ihr das herbringen? Könnt ihr das uns schicken auch? Wenn ihr auch überlegt, könnt ihr nicht uns... Oh ja, das ist sogar passiert. Es haben Leute per Post was geschickt, so direkt. Ja. Also das waren, wir hatten die perfekte Möglichkeit hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir wussten, okay, wir brauchen jetzt Werkzeug. Wir wussten, alles kaufen können wir nicht. Wir wussten, wir brauchen die Community. Und das haben wir dann nach draußen gegeben und haben erstmal gesagt, okay, Amazon Wunschliste kann funktionieren. Ihr könnt was mitbringen, also uns das leihen, zur Verfügung stellen. Entweder während ihr da seid, also während eures Aufenthaltes, oder einfach wirklich bei uns lassen und wir kümmern uns drum. Dann kam da eine Nummer drauf und dann war das klar. Und oder er schickt uns einfach was. Und diese 3 Varianten haben wir angeboten. Und es hat sich dann am Ende herausgestellt, dass anscheinend, also die Amazon-Wunschliste richtig gut funktioniert hat. Das war hat. Hammer. Das war echt krass. Das hätten wir uns niemals gedacht, dass da so viel Unterstützung kommt. Können wir schon mal vorweggreifen, da kam sehr viel Unterstützung. Ja. Das waren paketeweise, das war unglaublich, wie viel da, also... Im 6-stelligen Bereich. Also nicht die Pakete einzeln, aber nee. Insgesamt. Und wir hatten ja keinen Postwagen, der hat ja den Steven, wie gesagt, der hat das ja gemacht für uns und der hat seinen ganzen Camper, seinen T5, T6, keine Ahnung was es ist, komplett voll gemacht, bis oben hin, bis Oberkante Tetris gespielt und hat da die, also busseweise haben wir Pakete bekommen. Das hätten wir uns nie im Traum ausgemalt, dass sowas so geil funktionieren kann. Wer kommt denn da schon wieder? Wir haben ein bisschen was mitgebracht. Leute, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist, was ist mit euch los? Das ist so geil. Und da ist uns auch klar geworden, wie wertvoll diese ganze Community ist. Hm. Also was man schaffen kann, wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. So viel Energie, also das muss man sich überlegen, innerhalb von 2 Tagen
war hier komplett alles irgendwie am Stehen und dank eurer Unterstützung da draußen, die bis heute noch anhält. Eigentlich ist es der Kern des Social Media für mich. Ne? Also, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und was Gemeinsames schafft und nicht Social Media nutzt, um sich selbst darzustellen. Ich meine, kann man auch machen, ist auch cool, aber dieses gemeinsame Rocken, an einem Strang ziehen, gemeinsam was auf die Beine stellen, zusammen, das ist einfach irgendwie der Kern des Social Media. Und da haben wir erkannt, hier haben wir die Community richtig, richtig geil genutzt und die Community hat sich gefreut, dass sie mitmachen konnte. Denn wenn man das überlegt, war das auch wirklich die geilste Art und Weise zu spenden, die wir den Leuten da draußen anbieten konnten. Also neben finanziellen Sachen, die wir damals ja noch nicht so gut abwickeln konnten, weil wir einfach keine gemeinnützige Organisation waren. Das ist ja mittlerweile anders. Also ihr könnt gerne heutzutage spenden finanziell. Aber damals ging das ja nicht. Also waren die Möglichkeiten nicht vorhanden. Das heißt, diese Amazon-Wunschliste war einfach so perfekt, weil die einfach da war. Du konntest dir was aussuchen, was in deinem Preissegment liegt. Du gehst da drauf, liegst im Sofa, klickst auf Bestellen, das Ding geht los und kommt am nächsten Tag an. Du siehst in der Story, es ist angekommen. Und du siehst, das feiern die Leute. Ja, und du siehst am nächsten Tag, dass es eingesetzt wird. Also wie geil ist das denn, bitteschön? Direkt, da kann man nicht spenden. Also es war der Oberhammer. Waren auch die Hauptfragen immer, ne? Wie können wir euch unterstützen, was können wir tun? Und dann, guckt auf die Amazon-Wunschliste, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Das kommt dann direkt hier bei uns an, wir können es einsetzen und auf geht's. Also dann nochmal Props an Emily, die hat uns das Ganze beigebracht letztendlich, muss man so sagen. Also es war uns schon klar, dass es sowas gibt, aber dass man es so geil so einsetzen kann, haben wir von Emily dann auch übernommen. Ja. Das war auf jeden Fall ein Learning. Das mussten wir auch erstmal uns alles beibringen, das wussten wir alles nicht zu dem Zeitpunkt. Wir wussten ja gar nichts, wir hatten ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das war wirklich so. Das Einzige, was wir wussten, wir konnten ein paar Tabellen zusammenschaukeln, wir konnten ein bisschen hier in die Kamera reinreden und wir wussten, wie man im Rechner umgeht und Webseite konnten wir natürlich auch. Das Handwerkszeug hatten wir, aber der Rest von dem ganzen Baukram, also gut, Fahrzeuge auch ein bisschen, aber das war einfach... Aber wurde noch spannend. Also da wird euch noch einiges erwarten, was wir auch auf der Baustelle gelernt haben. Apropos Baustelle, am nächsten Tag ging es direkt los. Wir hatten am Abend schon Besuch von den ersten Leuten, die noch gekommen sind. Mhm. Also wir waren insgesamt, glaube ich, am Abend 9 oder so. Und mit 9 Leuten sind wir am nächsten Morgen in den ersten Einsatz nach Altenburg gestartet. Da haben wir nämlich am Tag vorher auch noch Kontakte geknüpft und die haben wir tagsüber noch angerufen und haben das alles schon klar gemacht. Bei wem wir da gelandet sind und was wir da gemacht haben, das erfahrt ihr im nächsten Video. Und bis dahin könnt ihr auf unseren anderen Social Media Kanälen mal vorbeischauen. Wir haben einen nagelneuen Instagram-Account. Da seht ihr alles, was in den ersten Tagen passiert ist. Und in den Stories könnt ihr verfolgen, was hier so tagtäglich alles passiert. Sehr spannend, ich kann es nur empfehlen. Du guckst das auch gerne? Ja, klar. Das ist abends wie Kino gucken, ne? Ja. Das ist ja auch ein Feedback gewesen von vielen Leuten, die diese Stories, das ist ja das erste, mit dem wir angefangen hatten und das von Anfang an durchgezogen haben. Wirklich pausenlos. Fast jeden Tag hatten wir Stories bei uns laufen. Und als wir mal nicht hatten, da haben wir ordentlich Ärger bekommen. Aber diese Stories, die konsumieren Leute wirklich wie eine Fernsehserie. Fernsehserie. Ja. Wenn ihr das mal sehen wollt, schaut euch da mal in die Stories um. Und damit ihr unser nächstes Video auch nicht verpasst, könnt ihr hier jetzt unten die Glocke aktivieren und abonnieren. Ganz wichtig, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß. Tschüss.